Ja, gesagt. Hey. Aufstehzeit. Wir machen uns fertig für den Tag. Aufstehzeit. Ich bin seit 4 Uhr wach. Wir waren gestern Abend ja essen. Ich hatte Sodbrennen seit 4 Uhr. Und ich musste so auf Toilette, Leute. Es war alles hart. So, Sami, wie geht's dir? Sami, warst du heute Morgen auch schon auf Toilette, aber du warst pinkeln, ne? Warst pinkeln. Das hat man gehört. Man hat das wirklich, ey, das war so ein Strahl. Dabei habe ich mich doch hingesetzt. Oh, Sami rennt in Unterhose rum. Guck mal, Leute, wo, in welcher Company kriegt man so eine Einblicke? Der Geschäftsführer in Unterhose. Alter, was ist hier los, ey? So. Geiles Ding. Wir gehen gleich ins Gym hier drüben. Und die haben uns. Ha? Den Winter müssen wir noch wecken. Alter, wird so piss sein. Ja, wann ist er schlafen gegangen? Ringkatten? Der ist sofort schlafen gegangen. Ah, ist direkt. Aber er hat gesagt, er kann doch einen Block. Also wir können sagen, er macht einen Himmel. Vom Sport ist doch den Block kann. Oh, aber das ist krass, pass auf, einmal zuhören. Der Gym Bro da drüben, dem er dieses Gym gehört, hat uns einfach jetzt Access gegeben für die nächsten Tage, obwohl die gar nicht da sind. Die machen erst um 10 Uhr auf, wir können aber da jetzt rein reingehen, korrekt? Ja, wir haben schon. Das ist Amerika, die geben einfach 5 Deutschen, die so einfach mal kurz einen Zettel ausgefüllt haben, dass wir für eine Woche hier trainieren können, Access zum gesamten Gym, also 24 Hours. Wir sind aber auf dem Weg von Downtown Indianapolis, wo unser Airbnb ist, Richtung Mall. Wir gehen ein bisschen shoppen, müssen ein paar Sachen machen. Also ich muss einmal shoppen gehen. Ich brauche noch von Hugo Boss hoffentlich ein beiges T-Shirt zu dem Anzug. Ich hoffe, ich finde da was. Wir müssen noch für Sami on the Road bei einem NFL-Team ein Netgear kaufen. Ich muss noch für meine Kinder einmal diese, also es gibt so eine Goldfischis, muss ich kaufen, ganz viele. Ich muss K-Pops von Starbucks holen und ich muss noch, weil ja Halloween bald ist, gibt es so eine Reese's Pieces Geisterversion, Halloween-Version. Muss ich alles kaufen heute. Und was müssen wir noch holen? Wir haben eine Liste. Wir wollten noch einen Koffer holen. Weil wir Spiele für euch mitnehmen. Genau, ich habe irgendwie 20 Jerseys von mir bekommen, Kurzbälle, Mini-Helme. Da kommt noch ein Gewinnspiel jetzt die Tage. Alle mitgestellt. Keystone Fashion Mall, weil hier ist ein Apple Store. Ich habe meine schöne Uhr, also meine Anzug teure Uhr vergessen. Und ich habe jetzt leider nur dieses Band, aber das passt nicht zu meinem Anzug. Wollt ihr mir so oder so noch ein neues Apple Watch Band holen? Deswegen gucken wir mal kurz einmal, was es gibt. Lululemon, du wirst Bescheid. Ja, das ist ja Koks, ey. Wenn ihr irgendwann mal anonymes Sami ein Geschenk machen möchtet und ins Bromance Sports Equality schicken wollt, hier haben wir was für euch. Eine Hotdog-Vase. Ja, es ist dir unangenehm, ne? Du redest immer über Würstchen. Du redest immer über Würstchen in deinem Mund. Stecker ist da. Dann Leinwand. Wie findest du in den Airbus? Komm, erster Eindruck. Warst du schon mal? Ich war schon mal hier. Für was ist die 500 oder was? Super Bowl mit Sat 1 war dann Giants gegen den Patriots. Als Experte. Wann war das? Das Jahr war das? 2011. Als Experte da. Jetzt haben wir richtige Experten. Das sind Playboy-Players. Jetzt bist du Playboy-Play, weil wir richtige Experten haben. Richtige Experten. Das ist die Zeit, wo. Playboy-Play macht viel mehr Geld. Playboy-Play ist die Big-Verdiener. So, liebe Romantiker, wir machen jetzt hier mal Q&A. Schreibt in die Kommentare, wann Björn Werner von den Indianapolis Colts gedraftet wurde. Und wenn ihr mich dann beim nächsten Bromance-Event seht und ihr mir beweisen könnt, dass ihr derjenige im Kommentar wart, dann gibt's eine Bratwurst auf meinen Nacken. Wir sind ja auf einer Mission. Wir mussten ja einmal zu Walmart, weil ich muss Sachen kaufen. Ich nehme euch mit, was ich für die Ladies zu Hause kaufen muss. Aber dann haben wir kurz gewartet, haben dann nichts geguckt und haben das neue Footlong-Cookie-Ding gesehen bei Subway. Und dann haben wir gesagt, ich guck Sami an, Sami guck mich an, komm, wir kaufen mal, probieren, weil wir alle mal ein Stückchen essen, hat er gesagt, ja, komm mal. Ja, soft, der ist soft.
Zeit. Oh. Ja, gesagt, oh. Zeit. Oh. 3-Sekunden-Regel. 3-Sekunden-Regel bei Walmart. Und nee, bei Walmart kann ich nicht machen. Nein, bei Walmart. Bei Walmart ist nur. Alter, das ist so heiß, Alter. Bei Walmart ist nur Sekunden-Regel. Wir sind hier in der Halloween-Section. Jedes Jahr gibt es die immer. Diese weißen Reese's Pieces. Meine Frau möchte die immer haben, wenn ich herkomme. Wenn es die gibt. Weil die lecker sind oder wegen dir? Weil sie lecker sind. Und es ist, glaube ich, für sie auch so nostalgisch, so Amerika. Leute, das muss doch räudig sein. Könnt ihr euch das cool vorstellen? Coca-Cola-Geschmack mit Schokolade? Das ist so ein Riegel in Cola-Dips. So. Ey, die Amis sind absurd. Guck mal, viele große Packungen. Das sind die Fischis. Früher gab es die nur in diesen Tüten. Anscheinend sind die so berühmt geworden, dass wir diese Boxen haben. Echt in Tüten? Ich kenne die noch von der Highschool 2014 oder so. Echt? Ja. Hab ich noch nie gesehen. Hab sie jetzt gesehen? Ich pack 4 von den Dingern ein. Ich hoffe, es ist genug. Steamer für den Anzug. Wir haben Mülltüten für zu Hause, wenn es aussieht. Dreck. Und da kommt das ganze Kurz-Merchandise rein, was wahrscheinlich gar nicht passt. Brauchen noch einen. Mein Sohn, wir haben FaceTime gemacht. Und mein Sohn hat durch die Regale durfte er sich was aussuchen. So kleine Tradition, wenn wir in den USA sind. Dann rufe ich meinen Sohn an auf FaceTime und dann soll er sich bei dem Süßigkeitenregal was eine kleine Sache aussuchen. Wir haben gerade festgestellt, es ist egal, wie alt man ist, also vor allem Männer. Ich bleibe jetzt bei Männern, bei Frauen weiß ich es nicht. Wenn man furzt, freut man sich. Nicht wahr, Sami? Da weiß ich nicht, was du redest. Ne? Heute haben wir nicht viel zu tun, dass wir gucken, was unsere Vlogs an. Und lehn dich nicht wieder in die Kamera. Also, Sami schon mal hier. Warte. Die Kamera nimmt ja alles auf. Sami kann hier hinten stehen und du fragst Sami was, er macht so. Hey. Er lehnt sich immer in die Kamera. Hey, habt ihr das schon gehört? 12 seconds later. Es ist soweit. Wir gehen zum St. Elmo Steakhouse in Indianapolis. Die Indianapolis Colts haben uns eingeladen. Sie haben uns Gutscheine gegeben. Wir gehen auf den Colts Nacken in dieses Restaurant. Sie haben uns den Tisch reserviert, weil dort kriegt ein Normalsterblicher wie wir oder Normalsterblicher wie wir, man muss Björn Werner sein, sonst kein Tisch. Das ist das Restaurant, in dem die fetten Deals am NFL Combine Wochenende gemacht werden, wo fette TV-Verträge verhandelt werden, alles rund um Football. Da gibt es wohl eine Downstairs-Area, wo immer ein Raum für Peyton Manning reserviert ist und wir nehmen euch dort jetzt hin mit. Wir heißt Robin, Hansi und Tim Winter, weil Herr Werner bereitet sich im Airbnb auf das morgige Spiel vor und muss fit sein, aber wir nehmen euch mit zu einem der bekanntesten Steakhäuser der USA. Also wir gehen ins Steakhouse, aber du bist ja Vegetarier. Hast du schon geguckt, was es für dich gibt? Nee. So Leute, wir sind jetzt hier, wir sind untergebracht worden ins Untergeschoss. Das ist ein bestimmter Raum. Wir sind an ein paar Indianapolis Colts Spielern vorbei. Hat die jemand erkannt? Namentlich erkannt jemand von den Spielern? Nein? Ist auch ein bisschen dunkel hier. Das ist jetzt der World Famous Shrimp Cocktail. Der Kellner hat uns gerade gesagt, wir sollen vorsichtig sein mit dem ersten Biss, weil Freudentränen fließen können. Ich werde es jetzt für uns Romantiker stellvertretend probieren. Also. Ich habe gesprochen, ich möchte
Der Shrimp, richtig lecker, richtig frisch, ist kalt. Gut. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil die anderen noch essen, aber ich sag's euch heimlich. Meerrettich ist das Geheimnis. So Leute, wir haben das Tomahawk Steak, ein New York Strip, die hausgemachten Onion Rings, Kraft Mac and Cheese, Rosenkohl mit Bacon, Cream Spinach, Stuffed Shrimp und Hansi, ein schönes Thunfischsteak. Leute, hier sind so krasse Gäste und es sind nicht wir, dass hinter uns sogar ein Polizist steht, der nur einen Tisch bewacht die ganze Zeit und mit dem willst du dich nicht anlegen. Oh Leute, wir sind beim Nachtisch angekommen, lachen uns tot. Hier ein Cheesecake mit Raspberry. Stell dir vor, du gehst mit deiner Frau und sagst, oh, ich hätte Lust auf Cheesecake. Und dann kommt eine halbe Torte, Alter. So Leute, Essen war echt lecker. Man muss sagen, 10 von 10. Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Und schon gar nicht, wenn es cold ist. Vielen Dank an die Indianapolis Colts für das geile Essen. Und morgen sind wir da. That's very famous.